Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Titan Quest All Classes. Wir sind aktuell in Akt 3 legendär unterwegs mit unserer Wahrsagerin. Und da. Hoppalabalabalaba. Da können wir natürlich auch mal sehr schnell sterben, wenn wir wollen. Also nicht, dass ich das jetzt gewollt hätte oder so, aber. Da muss ich eigentlich schon ein bisschen aufpassen. Ich war ehrlich gesagt gedanklich noch bei der Anmod. Das war richtig schlecht. Da ist noch einer. Nee. Was hier gerade so reinhaut, sind natürlich die Magier. Die hauen damage-technisch richtig hart rein. Gut, offensichtlich nicht nur die. So, bevor ich den aufsammle, einmal so rum. Jawohl. Gut. Das heißt, wir kriegen heute in dieser Folge wahrscheinlich natürlich den Akt fertig, dann kriegen wir wahrscheinlich Typhon. Und dann können wir schon mal mit Atlantis anfangen. Und da bin ich richtig gespannt, weil wir haben, ehrlich gesagt, verdammt niedrige Resistenzen. Das hier ist der Charakter mit den niedrigsten Resistenzen so far. Selbst mein Illusionist war in der Hinsicht besser ausgestattet. Was natürlich dann im Umkehrschluss bedeutet, dass wir uns sehr stark eben auf unsere Pets verlassen müssen. Weil die ja zum Glück keinen Malus auf Widerstände haben. Und dementsprechend relativ tanky agieren können. Und gerade in Atlantis, wo halt schon ein bisschen mehr Damage im Haus ist, könnte das relativ interessant sein. Jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich eigentlich mit dem Einsiedler hätte reden müssen. Aber das machen wir dann im Rückgang und ich hoffe dann, dass wir direkt, ohne nochmal hierher zu müssen, die Quest abgeben können und die Erfahrungspunkte einstreichen können. Denn ich habe da in der letzten Folge noch was vorbereitet. Oder besser gesagt, ich habe gesehen, dass da was sehr angenehm gelegen ist. Hier ist der NPC, der uns hoffentlich gleich die Erfahrungspunkte gibt. Aber bevor ich den anspreche, gehen wir einmal kurz hier hoch. Da war nämlich noch ein Schrein der Erfahrung. Den habe ich in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, relativ stehen lassen. Und das nur aus dem einen Grund, dass ich mit aktivierten Erfahrungspunkte Dunkler schreien, Krieger. dann hier die Quest abgeben kann. Und das hat dann insgesamt zur Folge, dass wir eben noch mehr Erfahrungspunkte kriegen. Statt den 190.000 müssten wir jetzt, ja, 380 nicht ganz, aber so 360 wahrscheinlich, 360.000 Erfahrungspunkte gekriegt haben. Und das ist schon eine Ansage. Okay, den dürfen wir einmal heilen. Und dann geht's hier durch den, das kleine Tigermenschenlager. Ich habe so Schiss vor Atlantis, dem Tritonengegner, der ja auch Blitzschaden macht. Wenn ich hier schon sehe, was ich hier teilweise an Blitzschaden reinkrieg,
Wenn ich doch mal getroffen werde von einem. Oder auch Frostschaden. Hallöchen. Dann ist das sehr beunruhigend, sag ich mal. Oh. Das sind ein bisschen viele Gegner, die auf mir hängen. Leute, könnt ihr mal bitte? Alles klar, auch so. So, damit haben wir auch die Quest. Das ist ja fast schon ein halbes Level up hier. Holy shit. Also ich hatte geschätzt, dass mir mit Level 73, 74 in Eternal Embers anklopfen. Aber wenn das noch so gut geht mit Erfahrungspunkten hier, dann kann das ja fast noch ein bisschen höher gehen. Also, Fazit, das opferheilige Amulett lohnt sich definitiv. Falls ihr euch fragt, was ich damit meine, und falls ihr euch fragt, warum ich hier die ganze Zeit immer wieder mein Amulett wechsle. Im Prinzip habe ich hier ein zweites Amulett, welches 42% Erfahrung erhalten gibt. Nun ja, Fremde. Das ich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, eventuell sogar noch verbessern kann, da muss ich mal nachschauen. Ob das tatsächlich geht. Auf jeden Fall gibt das aber relativ... Also zum einen gibt es keine Widerstände und mein Amulett der Hygieia ist einer meiner Hauptwiderstandslieferanten. Dementsprechend brauche ich das eigentlich im Kampf. Und zum anderen gibt das opferheilige Amulett, das zweite, so viel Erfahrung, gibt gleichzeitig einen relativ starken Malus auf... auf Lebenspunkte, auf maximalen Leben. Das heißt, ich werde um einiges anfälliger, mache aber weit mehr Erfahrungspunkte. Und diese Erfahrungspunkte, dieser Bonus auf Erfahrungspunkte, zählt auch auf Questabgaben und auf Grabstände, die ich einsammle. Das heißt, ich kann hier um einiges mehr an Erfahrung rausholen, wenn ich eben jede einzelne Quest, was ich abgebe, eben die Zusatzerfahrungspunkte einstreiche. Das dann eben insgesamt dafür sorgt, dass ich ein bisschen höheres Level habe. Und gerade weil ich ja hier eben keine Full Clears mache und damit nicht auf Level 85 lande, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal ein bisschen höhere Level-Ups auch noch mitzunehmen. Eins der Ziele von dieser Challenge ist ja auch zu schauen, wie die verschiedenen Klassenkombinationen so funktionieren. Und wenn ich da ein paar mehr Level hoppla hopp zum Spielen habe. Ach da, schau, guck. Ich gehe da lieber wieder raus, sonst kann es sein, dass ich da nicht wieder hochkomme. Das sind solche Stellen, da kann man ganz gerne mal hängen bleiben. So, den haben wir. Auge des Ra. Dann Zungenherz der Elementarzorn. Ach, das war der physische, das war der Feuerschaden. Caduceus. Oh, holy shit.
Also, defensiver ging es jetzt nicht, oder? Und Gauner Rheinmeisterschaft auch noch. Das ist ein absolut defensiver Stab. Hat aber Blitzschaden drauf. Oh. Willst du mich verarschen? Was für ein absolut dummer Ring ist denn das? Geisterrufer Siegelring der Versklavung. Als ob ich jetzt nochmal einen Geisterruferring anlegen will. Das ist bei mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Stufen zu niedrig eigentlich. Also Stufen innerhalb von dem von der Affixkette. Gut. Damit kommen wir hier raus. So. Hier oben noch Ginne. Dass wir jetzt den Hattrick fertig machen. In der letzten Folge haben wir zweimal die Blutschwestern getroffen. Hätte jetzt gelacht, wenn wir die noch ein drittes Mal begegnet wären. Wenn wir denen noch ein drittes Mal begegnet wären. Meine Güte, ich kann kein Deutsch mehr. Gut, ich habe es in der letzten Folge gesagt, nicht in dieser Folge, aber der ist auch nicht so stark tatsächlich, der Säbelzahn. Aber ich habe mich tatsächlich selber reingelegt. Oder besser gesagt, das Game hat mich mal wieder reingelegt. Weil ich mir tatsächlich gedacht habe, so. Oh. Also ich habe es nicht laut ausgesprochen, aber ich dachte mir so gegen Ende der letzten Folge, na, das waren jetzt so ziemlich alle Tigermenschen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Säbelzähne gefunden haben. Ja. Pfeifferdeckel. Natürlich finden wir noch einen Säbelzahn. Keinen guten, was mir auch mal wieder. Also, das heißt keinen guten. Der Feuerschaden ist okay. Gehört halt nicht zu den besten Säbelzähnen. Und ich finde es schon sehr befremdlich, dass ich zweimal einen Säbelzahn mit super viel physischem Schaden drauf gefunden habe. Das ist schon ziemlich strange.
Jawohl. Geht denn jetzt auf mich? So, ich habe nämlich gerade nochmal, das habt ihr vielleicht mitbekommen, ich habe es nicht direkt angesprochen, aber ich habe gerade eben nochmal den gleichen Trick gemacht, wie auch schon am Anfang der Folge, beziehungsweise am Ende der letzten Folge. Ich habe nämlich gerade einen Erfahrungspunkteschrein stehen gelassen. Da kann man es gleich mal sehr eindrucksvoll sehen, was passieren wird. Ich brauche jetzt aktuell noch 3,45 Millionen Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level, ne? Nehmen diesen Schrein. Gehe einmal hier lang. Leg meinen anderen Talisman an. Und ich krieg 50% Erfahrungspunkte von dem Schrein. Und 42% von vom Amulett. So. Ich habe jetzt 200.000 Erfahrungspunkte gekriegt. Stand hier unten. Das heißt, mit 92% mehr müssten das... Ich sollte vielleicht nicht keine Gegner killen. Aber ja. Knapp unter 400.000 sein, die wir bekommen. Und statt in 3,4 Millionen bis zur nächsten Stufe brauchen wir jetzt nur noch 3,0. Das heißt, wir haben tatsächlich knapp 200.000 Erfahrungspunkte mehr bekommen. Und das ist der Grund, warum ich dieses Amulett die ganze Zeit aufhebe und warum ich auch teilweise mit Erfahrungspunkteschreien spiele und die aufspare. Bis wir Quests abgeben können, weil das ein ziemlich starker Bonus ist. So, das ist zwar ein heller Schrein, aber das ist ein blauer, kein weißer. Der Frostschrein, der bringt mir nicht sonderlich viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jahren, die auf mir hängen. Mach doch so einen Scheiß nicht, Leute. Ich krieg hier Angst. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte nicht zu dem Schrein zurück, zu dem Brunnen zurück. Ich wollte eigentlich Chang'an rein. Ja. So. Auge des Ra dürfte ich eigentlich haben, doppelt. Okay. Das ist ja trotzdem noch so viel
einbringt, finde ich interessant. Ich lasse den Stab auch mal da. Tschüss dann. Ich finde den relativ interessant. Wovon du dich nicht trennen kannst, das überlässt du mir. Das zum einen und die Rüstung zum anderen. Wohnstatt des Drachenkönigs leider mit Leben. Ah. Schade. Bis dann. Wenn man da nochmal Widerstände draufkriegt, ist das extrem gut. Der Wald der Ahnen. Nee, wir haben keine Nebenquests mehr. Hatte gerade überlegt, ob ich noch Nebenquests habe, aber wahrscheinlich nicht. Das heißt wahrscheinlich nicht, definitiv nicht. Also ich weiß, dass hier Vorteifen keine Nebenquests mehr sind. Jawohl. So, einmal hier durch. Ach komm, die Truppe hier drüben nehmen wir noch mit. So. Den Brunnen zur Sicherheit mal aktivieren, weil hier vorne kommen Dragoner. Machen im Normalfall ein bisschen Aua. Diese Dragoner-Magier. Die sind ja selbst dann gefährlich, wenn sie nicht auf dich losgehen. Weil die so eine Streuung in ihren Projektilen haben, dass es fast gefährlicher ist, wenn sie nicht auf dich zielen, sondern auf den Leichenkönig neben dir. Dann ist es für dich fast gefährlicher. Na gut, so geht's noch, wenn der Leichenkönig hier steht und die denken, das geht. Aber wenn ich neben dem Leichenkönig stehen würde, komplett vorbei. Ich muss mich hier gerade ein bisschen zurückhalten, weil das sind ein paar Magiemeister schon wieder. Also zumindest habe ich schon ein paar Magiemeister gesehen. Das sind Adepten, das geht einigermaßen. Aber die Magiemeister sind dann die Gegner, die ich eigentlich eher weniger möchte, dass sie mich fokussen. Genauso wie diese Kollegen hier. Ich muss dran denken, dass ich ab jetzt immer erst meine Wölfe reinschicke, die Gegner die Wölfe fokussen lasse und dann die Seuche drauflege. Auch wenn es nicht ganz so effektiv ist und eventuell die Gegner nicht ganz so schnell down gehen, ist das weit sicherer. Jawohl, geht trotzdem auf mich einfach los, okay.
Ja gut, das ist normal, dass die... Da war ich zu nah dran, das ist klar. Dass sie auf mich losgehen, aber... Okay. Sag mal, sowohl den Trank nicht nehmen können, als auch Probleme damit haben, die zwei zu finden. Für einen Lebensgewinn. Bisschen doof. Jawohl. Muss echt ein bisschen aufmerksamer wieder spielen. Einfach null Aufmerksamkeit gerade dahinter. Und mit so wenig Widerständen musst du eigentlich komplett konzentriert sein. Aber es zieht sich wieder genau das durch, Titan Quest, was die ganze Zeit bei 90% der Helden das Problem ist. Die gefährlichen Gegner sind nicht die Bosse. Die Gegner, die dir wirklich Probleme machen, sind so gut wie nie die Bosse. Das sind die fucking Trash-Mobs. Komm, geht auf mich los. Ich stehe hier. Wäre eigentlich prädestiniert dafür gewesen, dass er auf mich losgeht. Ja, gut, der geht auf mich los. Cool. Meine Begleiter laufen hier um die Ecke rum, greifen die da an. Und was macht der erste Gegner, den sie angegriffen haben? Laufen die Ecke rum, greift mich an. So. Yo. So sollte die AI eigentlich nicht funktionieren. Ja. Ja, ist klar. Ich bin tot, Leute. Ich bin gerade schon tot. Ich laufe zwar noch rum, aber eigentlich bin ich tot. Okay, doch nicht. Ist klar. Rennen plötzlich 10 auf mich los, ey. Übrigens auch sehr schön, dass der Sound gerade nicht kam. Na, also hätte auch kein Sound kommen müssen. Ich meine auf 200 AP runter. Insofern alles in Ordnung.
So. 2 Millionen Erfahrungspunkte zum nächsten Level ab. Probieren wir nochmal. Voll. Ich muss da ein bisschen aufpassen auf meine Wölfe, weil die Finsterdrachen natürlich AOE Feuerschaden machen. Es gibt nichts, was unsere Wölfe so sehr killt wie AOE Feuerschaden. Heieiei, gerade angesprochen und schon die beste Demonstration gesehen dafür. Okay, Ladies and Gentlemen, let's go. Telekine down. Schlüssel zum Reich der Chaosschlange 3 von 3. Ah. Wobei, ich glaube, Reich der Chaosschlange fehlt mir der erste Part und nicht der dritte. Jawohl, geht ruhig auf mich los. Ich habe euch auch gerade angegriffen. Ja gut, das kann jetzt sehr gut sein, dass die Akku hier auf mich geht. Nicht nach vorne gesteppt gerade. Die Akku-Range von denen ist auch geil. Naja. Sagen sollen, Achtung laut.
Boy. Sagen, so langsam müsst ihr doch mal einen Löffel abgeben hier. Heieiei. Sei gegrüßt, mächtiger Held. Ich bin Zeus, König der Götter des Olymps. Arkane Formel sind Symbol des Polymath. Jawohl. Ich meine, ich könnte mir zwar jederzeit eins holen, aber ich habe ja gesagt, wenn ich nochmal einen Polymath will, dann baue ich mir eins. Das wäre die Prämisse, die ich mir selber gegeben habe. Da ich mir das Zahnrad kann, denke ich weg. Ich bin blind. So. 1,3 Millionen. Bis zum nächsten Level up und wir haben noch bisschen was an Zeit auf der Bühne. Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest. Das Zeichen des Eroberers kann weg. There we go. Da haben wir die Bestätigung, liebe Leute. Ab hier können wir Phantomfürsten Gear finden. Da hat das jetzt die gute Bestätigung. Violettes griechisches Outfit nehme ich sehr gerne mit. Danke. Sei deiner Natur treu. Die erste Kiste ist kostenlos. Der hat mir nämlich noch gefehlt hier. Alter! Was habe ich heute mit diesem Button? Den drücke ich nie sonst. Ich habe den, glaube ich, in der ganzen Challenge noch kein einziges Mal gedrückt. Und heute, in der letzten Folge habe ich den einmal erwischt. Da habe ich mir schon gedacht, wie kannst du so doof sein? Aber jetzt in der gleichen Aufnahmesession nochmal drauf gedrückt. Ah, meine Güte, ey. Ich meine, da gehört es mir jetzt auch nicht anders, dass ich hier nochmal... Oh. Oh. Nee. Mit dem Charakter hier ins Reich der Chaos-Schlange? Sag mal. Was willst du mir sagen, Game? Ich werde mit diesem Charakter hier definitiv nicht ins Reich der Chaos-Schlange gehen. Das steht aber mal sowas von dicke fest. Raus. Das ist nur ein Item, was ich nicht brauche. Ja, sorry dafür, liebe Leute. Ordnung muss aber leider sein. Ich mache es ja auch normalerweise so, dass ich die ganzen Inventarsortierungen eher offscreen mache. Aber sowas kann ich nicht unsortiert lassen. Bei mir ist dein Gepäck sicher. So.
als ich aber eigentlich schauen die wollte. Die Elemente pulsieren unter deinem schwachen Äußeren. Gibt's hier noch was? Nee. Da haben wir auch nochmal einen Phantomfürsten, aber das ist leider ein Amulett. Ich hätte es nämlich leider als Ring gebraucht, beziehungsweise der hier ist auf Elementarschaden. Lebe wohl. Und nicht auf physischen Schaden. Wir gehen aber zuerst nicht Hades durch. Hallo Held, ich bin kein Narr. Sondern wir gehen einmal nach Gardir rüber. Und dann starten wir eine Runde Atlantis. Was ist eigentlich dein Ziel? Wir sind hier. Mit diesem Charakter oder insgesamt von dieser Challenge? Diese Challenge, die ich hier gerade spiele, ist die Challenge, dass ich mit jeder möglichen Klassenkombination, also mit jeder möglichen Kombination aus zwei Skilltrees, Titan Quest auf Legendär einmal durchspiele. Dieser Wagen trug anfangs zwei. Darf ich davon das ist das, was ich hier Tagebuch machen? Vorhabe. Magische Gegenstände und Wunder aus aller Welt. Purpur aus Tyros. Richtig gehört. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich hier... Da sehe ich nur Ritualisten. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich insgesamt hier auch Phantomfürsten kriege, weil die Drop-Tables unterscheiden sich immer so ein bisschen. Melkart sei gesegnet! Ja. Ja, also insgesamt mit den Chars. Ich will mit jeder möglichen Kombination aus zwei Skilltrees, das gibt insgesamt 55 Stück davon, und mit jeder möglichen Kombination Hallo, möchte Reisende. Ich einmal Titan Quest durchspielen. Auch so ein bisschen, um zu schauen, ob es irgendwelche Kombinationen gibt, die es besonders leicht haben, Hallo. Irgendwelche besonderen Kombinationen, die es besonders schwer haben, und wie das Spiel im Balancing aktuell insgesamt ist. Und auch, was es für Spielweisen insgesamt das Game noch so bereithält, die man eventuell auf den ersten Blick nicht so sieht. Und die man eventuell, weil es sehr viele, gerade in Titan Quest gibt es super viele, also in der Community, gibt es super viele Fanatiker von Self-Found-Charakteren, die sagen, boah, einen Charakter musst du Self-Found spielen. Und ich denke mir, ja, schön und gut, aber wenn ich den jetzt Self-Found spiele... Ja, es ist mehr eine Challenge, aber da gibt es Spielweisen, die einfach unter den Tisch fallen. Weil ich niemals davon ausgehen könnte, ich könnte jetzt nicht einfach Erde Traum starten und davon ausgehen, dass ich einen Gorogos finde. Ein Gorogos ist ein sehr spezieller Stab. Und auf diesem Stab will ich explizit die Spielweise für meinen Erwecker eben aufbauen. Hast du schon Kampfmagier und Assassine probiert? Kampfmagier und Assassine waren noch nicht drin. Das hier ist der sechste Charakter aktuell. Innerhalb dieser Challenge. Die Charaktere, die ich bis jetzt durch habe, waren der Illusionist am Anfang. Also Naturgaunerei. Danach hatte ich den Nachsinnenden. Das war Kampfmagier ist Erde, Kriegskunst. Wird noch kommen, auf jeden Fall. Assassine wird auch noch kommen. Assassine. Ich weiß gerade nicht. Es gibt Attentäter. Attentäter ist Kriegskunst, Gaunerei. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Speziellen auch noch Assassine gibt. Glaube nämlich eigentlich nicht, weil die Gaunerei-Kombinationen... die dafür prädestiniert wären, Bandit, also Jagd mit Jagd zusammen ist es Bandit. Mit Verteidigung ist es Quasar. Wahrscheinlich meinst du Attentäter, ne? Traum war Traumdieb. Ne, fällt mir gerade nicht ein. Achso.
Ja gut, wenn sie im Englischen Assassin schreiben, ist es klar. Das kann man im Deutschen mit Assassine oder mit Attentäter übersetzen. Das ist tatsächlich korrekt. Naja, also wie gesagt, erster Charakter hier war Illusionist, zweiter Nachsinder. Nachsinder ist Traum und Nadan. Ne, wir haben ja auch Eternal Embers drin und dementsprechend sind auch die Kombinationen mit Nadan durchaus dabei. Die kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Leute die Kombinationsnamen nicht kennen. Ich muss dazu sagen, ich kenne auch einige davon noch nicht. Dann der dritte Charakter war der Eroberer. Ja, Klassiker. Der vierte war dann der nächste Klassiker, nämlich der Elementarist. Fünfter Charakter war der Drachenjäger mit Rune und Jagd. Und dann haben wir jetzt hier halt den Klassiker unter den Petmastern mit der Wahrsagerin als sechsten Charakter. Siebter Charakter, kann ich schon mal sagen, wird der Schlechter werden. Also, Jagd und Kriegskunst. Meine Güte. Ich hätte schon mit schlechter werden. Nicht schlechter mit E, sondern schlechter. Schlechter mit Ä. Von Schlachten. Das ist der Name für die Kombination aus Kriegskunst und Jagd. Ja, Deutsch ist manchmal ein bisschen interessant. Aber kann ich natürlich verstehen. Das E- und R-Problem ist im gesprochenen Wort immer ein bisschen präsent. Ja, ist schon klar. Ist schon klar, wenn... Und wie gesagt, wenn man es nur hört, das ist halt ja immer das Problem mit E und R. Wenn man es nur hört, ist es immer Interpretationsspielraum. Ich renne hier gerade durch. Ich renne hier gerade wirklich so ohne Rücksicht auf Verluste durch Atlantis durch. Krieg hier trotz null Durchschlagsresistenz passe ich null drauf auf, was ich hier mache. Sondern bin die ganze Zeit hier am Durchlabern. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen drauf achten, was ich tue, weil. Das ist eigentlich ein bisschen gefährlich, was ich gerade mache. Gerade in Atlantis, wo halt jetzt hier die Gegner anfangen, eventuell ein bisschen mehr Schaden zu machen. Das wollte ich nicht rein. Ist aber interessant. Ich meine, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich... Nachdem ich so überhaupt nicht aufgepasst habe, hätte ich eigentlich erwartet, dass ich vorne bei den Eckpaaren schon mal ins Gras beiße. Weil die machen halt auch ziemlich viel Schaden und vor allem halt auch Durchschlagsschaden, ne? Aber die wollten anscheinend nicht wirklich Stress machen.
Und ich muss mir abgewöhnen, in die Gegner reinzurennen. Das kann ich wieder in Hades machen. In Ragnarök nicht ganz. In Eternal Embers geht's dann auch wieder. Aber hier ist es auch eine absolut schlechte Idee. Muss auch dazu sagen, Attentäter und Kampfmagier sind aktuell auch noch nicht mal im Plan. Das heißt, auch unter Betrachtungsweise, dass mir durchaus bewusst ist, dass wir jetzt gerade schon in 2024 sind. Es ist noch relativ am Anfang des Monats, wo ich das hier aufnehme. Aber auch unter der Betrachtungsweise muss ich sagen, dass wahrscheinlich der Kampfmagier und der Attentäter nicht dieses Jahr drankommen. Weil ich schon mal so ein paar Charaktere im Voraus geplant habe. Und ich habe die einschließlich, bis einschließlich Charakter Nummer 11, habe ich mir schon mal hingeschrieben, was ich dann machen möchte. Und wir sind jetzt nach einem Jahr, sind wir beim 6. Charakter. Das heißt, wir müssen dann natürlich schauen, dass wir... Also es könnte sein, dass Nummer 12 eventuell noch ganz knapp reingeht dieses Jahr, aber es kommt darauf an, wie schnell die Charaktere sind. Wobei ich dazu sagen muss, dass Charakter Nummer 10 einer ist, bei dem ich schon erwarte, dass er langsam wird. Was aber nicht an der Klassenkombination per se liegt, sondern an der Spielweise, die ich damit machen möchte. Und ich nicht weiß, wie diese Spielweise in der aktuellen Meta so funktioniert. Wobei eigentlich... Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, als ich die letzten 2, 3, 4 Jahre diese Spielweise immer wieder mal angefangen habe, hatte ich das Gefühl, dass sie abgeschwächt wurde. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt Indizien mittlerweile innerhalb der Challenge bekommen, die eigentlich dafür sprechen würden, dass die Spielweise nicht sonderlich stark abgeschwächt wurde. Also um es zu konkretisieren, Charakter Nummer 10 wird der Templer werden. Hey. Da hat es mich einmal umgehauen jetzt. Ich habe vor, als Charakter Nummer 10 den Templer zu spielen, also Verteidigung und Traum. Und da will ich eigentlich auch eine der Spielweisen, die in den alten Titan Quest for Fansites Foren sehr bekannt geworden ist, spielen. Und diese Spielweise ist der Reflector Tank, wo es eben darum geht, Schaden zu kassieren und mit Schadensreflexion den Schaden zurückzuwerfen. Das heißt, du machst so viel Schaden, wie du bekommst. Und ich war da eine Zeit lang ein bisschen skeptisch, weil ich relativ lange das Gefühl hatte, dass die Schadensreflexion, also die Mechanik von Schadensreflexion ein bisschen abgeschwächt wurde. Weil Schadensreflexion früher in Titan Quest, in den alten Versionen von Immortal Throne, so funktioniert hat, dass einfach alles an Schaden zurückgeworfen wurde und erst danach die eigenen Resistenzen aufaddiert wurden. Das heißt, du hast dir 80% Resistenzen gegeben, hast damit selber nur 20% des Schadens bekommen. Die Schadensreflexion wurde auf Basis von dem errechnet, wie wenn du 100% des Schadens bekommen hättest. Das heißt, die Schadensreflexion war das Fünffache von dem, was man eigentlich erwarten könnte, was zurückgeworfen wird. Was schon ziemlich stark war. Und ich hatte die Vermutung, dass sie das gefixt hatten, diesen Punkt. Aber so wie die Schadensreflexion-Mechaniken aktuell von den Gegnern in Ragnarök ablaufen, weil die haben die gleiche Art der Schadensreflexion
Und wie die Mechaniken dort ablaufen, das würde eigentlich dafür sprechen, dass es nicht angepasst wurde. Und das wiederum könnte dann durchaus dazu führen, dass wir einen ziemlich soliden Charakter mit dem Templar zusammenbekommen. Das ist übrigens eine Spielweise, da habe ich richtig Bock drauf, die zu spielen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe so häufig den Reflector Tank Templar angefangen und habe den immer wieder dann liegen lassen. Und mich jetzt mal dazu zu zwingen, zu sagen, jetzt ziehst du mal durch. Und den auch mal auf höheren Schwierigkeitsgraden. Ich habe den bisher das weiteste, wo ich gekommen bin, war episch ein bisschen rein. Aber den mal komplett auf legendär durchzuspielen. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Selbiges übrigens auch für den Schlechter. Ich hatte beim Schlechter auch nie wirklich die Muße, ihn weiter als so Akt 2 episch zu spielen. Was auch super schade ist. Und das würde ich jetzt mal richtig stellen, tatsächlich. So, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich sehe gerade, wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr. Und so sehr es mir eigentlich missfällt, kurz vor Bossfights zu cutten, die Folge, werde ich das wahrscheinlich bei diesem Fall hier gerade machen müssen. Weil wir hier nicht einfach nur von einem Bossfight reden, sondern wir reden leider von einem der größten Petmaster Killer, die es in Titan Quest gibt. Das heißt, dieser Bossfight könnte einer der schwersten Bossfights sein, die wir haben. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Bossfight jetzt schon machen will. Entschuldigung, könnt ihr mal bitte meine Pets wieder herholen? Die sind gerade irgendwie im Boden verschwunden. Okay. Du bleibst da, du bleibst da. Ja, so doof es ist, wir müssen mit dem Cliffhanger beenden. Weil der Fight wird länger als eine Minute dauern, wahrscheinlich. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass er länger als eine Minute dauert. Dementsprechend machen wir an dieser Stelle eine Pause. Und wie immer, falls ihr gerade auf YouTube zuschaut, sorry dafür, dass ich jetzt direkt vorm Bossfight einmal cutte, aber ich will dem Fight mit der Zeit gerecht werden. Und jetzt nicht jetzt irgendwie rushen oder so. Dementsprechend, falls es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne den YouTube-Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge von Titan Quest All Classes. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.